ich will eigentlich eine Welt, wo alle Möglichkeiten haben, ihre Träume zu verwirklichen. Das heisst, dass sie nicht irgendwie daran gehindert werden, ihre Träume oder frei zu sein, wegen Armut oder wegen Hunger oder Rassismus oder weil sie vielleicht nicht so sexuell orientiert sind, wie alle das Gefühl haben, sie richtig oder ja, einfach, dass sie frei sind, so wie sie sind. Ja, wir sind hier im Osterlager von der JUSO Aargau, Graubünden und Zürich. Und wir haben viel Spass. Und wir sind sehr seriös. Wir hatten Workshops jetzt den ganzen Morgen gehabt. Und heute Nachmittag auch noch mehr Workshops zu Themen. Es geht um die Armee, es geht um unsere Initiative 1 und 12. Es geht um Rhetorik, es geht um alles, was wir so wissen, als gute JUSO. Ich würde auch gerne mit anderen Leuten über politische Themen diskutieren und dass wir zusammen etwas verändern können und nicht nur allein. In einer Gesellschaft, die nicht als Minderheit bezeichnet, dass man. Wir machen ja nicht Workshops wie in der Schule, wo es darum geht, dass irgendjemand anderem etwas beibringt, sondern uns geht es ja darum, zu bestimmten Themen zu arbeiten, über Sachen zu diskutieren, darüber zu diskutieren, wie die Welt funktioniert. Was wir daran überhaupt nicht in Ordnung finden und vor allem auch, wie wir als Jusos in dieser Welt uns engagieren, damit die Welt besser wird. Ich möchte, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Also für mich gibt es einfach noch wichtigere Sachen wie Geld. Und für mich vertritt Juso irgendwie noch so Wert und nicht einfach nur den Kapitalismus. Super, es ist mega coole Atmosphäre. Mega viele Leute kennengelernt und jetzt auch der erste Workshop am Morgen. Und der war wirklich super gewesen. Mega gut geleitet und das alles schön erklärt. Und, ja. Was ist denn so gegangen im Workshop? Also ich habe WSWS1 gemacht, als angefangen. Wir haben vor allem so ein bisschen Marxismus angeschaut, Kapitalismus. Wie das alles genau funktioniert. Und es ist mega toll, es hat auch ein mega cooles Abendprogramm gegeben, das haben wir schon fast vergessen. Das ist mega lustig gewesen. Wir hatten zwei super tolle Komiker gehabt. Und das ist ganz toll gewesen. Also gestern Abend hatten wir eine mega coole Party gehabt. Es war mega lustig gewesen, auch wenn es bei gewissen Leuten ausgeartet ist. Sonst hat es mega Spass gemacht. Es sind alle voll gut drauf gewesen und sind auch alle mega locker. So, ja, kenne ich zwar noch nicht, aber jetzt kenne ich dich. So in dem Sinn. Ich finde, man sollte sich auch wieder zurück auf das besinnen, dass wir einfach alles Menschen sind auf dem Planeten, wo wir zusammenleben sollten. Und ja, das Zusammenleben in einer Form gestalten, wo es für alle stimmt. Ihr seid die nächsten 25 Jahre von dieser Geschichte schreiben. Und es kommt auf euch an, wie die 25 Jahre nachher geschrieben werden. Es macht einen Unterschied, ob es euch gäbe oder nicht. Ob ihr euch engagiert oder nicht. Es ist ein realer Unterschied. Und es macht einen Unterschied und ihr prägt die nächsten 25 Jahre. Ich bin die Welt verändern, will ich besser, will ich mehr für andere Leute da, will ich mich engagieren, will, dass alle auf der Welt so gut haben können, will ich